Ja, gibt es unendlich viele in der Kinogeschichte, glaube ich. Aber gleichzeitig versucht man einfach, beginnt man nicht bei den Vorbildern, die man hat, glaube ich, und sagt, ich will einen Film machen wie der, aber ich möchte jetzt, dass das so ausschaut wie das, sondern man hat eine Idee für eine Geschichte oder für Figuren und probiert dann getreu der Figuren und der Geschichte einen Film zu machen und umzusetzen und wird dabei ganz sicher beeinflusst von 100.000 Dingen, die man schon gesehen hat und die man weiß und die man bewundert auch. Aber ich glaube, das ist nichts, das so sehr absichtlich ist. Ja, das würde ich auch so sehen. Also weiß ich jetzt nicht. Also ja, also ich habe jetzt unlängst wieder Nicolas Roeggs Don't Look Back, heißt der, ja, im Don't look Filmus now. Don't Look Now, genau. Also wenn die Gondeln Trauer tragen, gesehen und war völlig verblüfft. Also den habe ich, glaube ich, 20 Jahre nicht gesehen. Und ich glaube, er war völlig verblüfft, wie sehr mich der eigentlich beeinflusst. Also ich glaube, ich liebe zum Beispiel Nicolas Roeg oder seine. Ich liebe auch, wenn Nicolas Roeg nur Kamera macht für Mask of the Red Death. ja, für die, genau, die Vor Mask of allem. the Red Death zum Beispiel. Also das sind so. Aber das würde ich jetzt nicht direkt nennen. Der ist mein Vorbild. Man kann allerdings zum Beispiel kann ich Ulrich Seidel nennen, weil ich den halt gut kenne, als Vorbild, wie viel Arbeit man tun muss. Also im Sinne der Konsequenz, im Sinne der Beharrlichkeit, im Sinne des Nicht-Lockerlassens, im Filmemachen, das durchzusetzen. Oder oft weiß man vielleicht noch gar nicht, was man durchsetzen will, aber das herauszufinden sozusagen, was das Beste dafür ist. Und ich finde, also in dem Sinn kann ich den Ulrich als Vorbild nehmen. In einer Art von wie mache ich sozusagen die Arbeit oder wie sehr glaube ich an etwas und wie beharrlich setze ich es durch. Aber ich kann sozusagen, ich weiß nicht, ja, ich könnte jetzt nennen von Dario Argento bis Otto Preminger bis Kubrick bis, weiß ich nicht, Brian Usner Brian Usner, oder Jess Society zum Franco. Beispiel, Jess Franco. Also da würden wir auf keinen grünen Zweig kommen, wer jetzt da Pate stehen würde. Also Alle, die Filme machen, die körperlich mit einem was tun, aber ja. wo trotzdem substanziell ein Inhalt drinsteckt, das ist